Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder bei DogCoach Media. Heute geht es um das Thema mein Hund, die Leine und ich. Vielleicht kennt ihr das Problem, ihr geht mit eurem Hund spazieren und der will grundsätzlich woanders lang, als ihr eigentlich euren Weg bestimmen wollt. Die Leine ist straff, er zieht und zerrt, so langsam tun die Muskeln weh, die Sehnen melden sich und ihr wisst einfach nicht, wie euren Hund dazu bringt, sich nach euch auszurichten. Die Aufgabe ist eigentlich ganz einfach. Übertragt die Verantwortung, auf die lockere Leine zu achten, auf euren Hund. Und wie ihr das machen könnt, das werde ich euch heute zeigen. Dafür gehen wir in unsere Hundeschule und ich werde mit Pippi, einer kleinen Hündin, die dieses Prinzip noch nicht verinnerlicht hat, zeigen, wie sie an lockerer Leine läuft. Und das Ganze müsst ihr dann einfach nur in eure Spaziergänge integrieren. Also dann, kommt mit! So, meine Assistentin hat die Pippi ein bisschen abgelenkt. Was ihr sehen konntet, die Simulation eines externen Reizes hat zuerst dazu geführt, dass Pippi sehr energisch dort eben auch hin wollte, sich sehr schnell hat ablenken lassen. Durch den Führpunkt, den wir jetzt aber hier vorne gesetzt haben, hat sie eben gemerkt, dass sie mit dem Schwung in diese Richtung eigentlich in die entgegengesetzte gezogen wurde. Und allein schon bei der zweiten Variante war erkennbar, dass Pippi jetzt plötzlich im Kopf zumindest bei mir ist. Und jeden Schritt, den ich gesetzt habe, ein Schritt ihrerseits hat folgen lassen und wir somit mit meinem Tempo diesem externen Reiz immer näher gekommen sind. Darum geht es eigentlich, dem Hund zu simulieren, dass er mit meiner Geschwindigkeit, mit meiner Laufrichtung seinen Bedürfnissen immer näher kommt. Am tollsten ist natürlich, wenn wir beide Varianten miteinander verbinden und seine Bedürfnisse halt bei mir lagern und somit sieht der Hund für sich überhaupt keinen Sinn, sich nach anderen Dingen auszurichten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, viel Freude und Spaß mit eurem Hund und dann bis zum nächsten Mal, euer DogCoach Media Team. So, wir sind jetzt hier auf unserem Hundeplatz und ich werde euch jetzt zwei Wege zeigen, wie ihr euren Hund an der Leine locker durch den Alltag führen könnt. Und damit sind wir eigentlich schon beim ersten Thema. Wichtig ist, dass ihr natürlich auch somit der Hund eigentlich kein Problem mehr damit hat, wenn er mal nicht mit darf. Ich habe die Technik, die ich euch gleich präsentieren werde, eigentlich abgeleitet von meinen eigenen Erfahrungswerten. Auch ich.